Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. Wir haben im letzten Part so, da bin ich mal mit dem Leben. Das Leben findet einen Weg, ne? Haben wir gemacht. Klimaanlage, das sollen die guten Leute natürlich kriegen, ne? Das ist selbstverständlich. Das ist wirklich selbstverständlich. So, Vony bringt die PlayStation raus, kündigt sie an. Das ist doch tippitoppi. In 2 Monaten soll das Ding auf dem Markt erscheinen. So, damit wir dafür auch bereit sind, sag ich mal, ne? Willst du ein bisschen unfertigen Code lernen? Der gute Mann wird... Haben wir vielleicht ein neues Thema, das gut wäre? Krankenhaus, Transport, Seam Hospital, ne? Seam Hospital, Leute, das ist natürlich stark. Definitiv stark. Charakterentwicklung, wollen wir das jetzt schon erforschen? Warum eigentlich nicht? Und, oh, Fortsetzungen sind verfügbar, auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht, vor allen Dingen, weil wir ja auch gerade relativ starke Sachen bekommen haben. So, der ist jetzt auch vernünftig eingearbeitet, der ist jetzt im Team integriert, kriegt richtig gute Technologiewerte dazu. Richtig gut ist natürlich auch Auslegungssache, aber ja. So, du könntest vielleicht mal Spieldesign für Piraten lernen. Okay, PlaySystem ist auf dem Markt. Wir haben noch 4,7 Mille. Ist die Frage, wollen wir eigentlich direkt... Du bist theoretisch der Ausgeglichene, ne? Das war mal ausgeglichen. Naja, komm, kriegst auch Spieldesign für Piraten nochmal eben. Bisschen Design obendrauf. Er hat halt gute Geschwindigkeit, gute Forschung. Es scheint, dass der Markt wieder normalisiert hat. Deshalb, was war denn der Trend? Ich krieg's irgendwie, also Trends ist schon immer so in meinem Leben, ne? Das geht einfach komplett an mir vorbei. Ich weiß auch nicht. Krieg nicht mit. So, Jungs, jetzt fertig werden. Bevor er gleich Bock auf Urlaub hat. So, und mit diesem super guten Team gehen wir ran, ein neues Spiel zu entwickeln. Ein mittleres Spiel schon wieder. Das nennen wir Sie. Wobei, was war. Das letzte war auch Simulation, ne? Mist. 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 Mist, 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 Mist. Lass mich nochmal ins Thema gehen. Moment. Rennsport. Ja, auch eher Simulation. Mist. Oh, Fortsetzung muss man effektiv erforschen. What? Dann macht ihr mal schnell hier eine Auftragsarbeit, dass wir hier auf 20 kommen. Also, wobei, ich würde jetzt... Ah, nee, für eine Fortsetzung ist vielleicht auch noch ein zu früh. Einfach ein zu früh. 9 Wochen eine Website, das kriegt ihr hin, ne? Ja, ich habe ja eigentlich 3 extrem fähige Leute. Und wenn er noch da am Ende mit zukommt, gar kein Thema. So, okay, dann machen wir doch ein neues Spiel. Weil ich doch nochmal kurz gucken will, ob vielleicht noch jetzt ein vernünftiges Thema am Start ist. Ninja Spinja. Oh, geht so, ne? Geht so. Okay. Neues Spiel. Vielleicht starten wir mit einem kleinen Spiel auf der PlayStation, ne? Erstmal ein kleines. Ein bisschen entspannt, entspannt. Und zwar... Boah. Haben wir hier irgendwas von nicht benutzt? Regierung haben wir, glaube ich, nicht benutzt. Aber ich wüsste auch nicht, auf welche... Shit, Mann. Das ist halt alles Schmutz. Nur das ist nichts, was du irgendwie... Was man gerne benutzt, ne? Ist einfach nicht... Benutze nicht gerne. Piraten. Ein Piraten-Action-Spiel. Ja, das muss doch irgendwie gehen, ne? Auf dem PlaySystem 200.000 zahle ich dafür. Vologen 2. Kleines Spiel. Und wir nennen es... Volo-Us Pirates. Versteht ihr? Das verstehen nicht alle, ne? Aber die, die es verstehen, werden sagen... Wahrscheinlich. So. Dann wurde mir geschrieben, ich halte das für ein Gerücht, dass es so ist, aber angeblich gibt es ein Penalty auf 0. Also wenn ich hier so ein ganz bisschen reinmache, so, vielleicht, mal so dass man es sieht vielleicht, ne? Dann kriege ich angeblich kein Penalty. Gucken wir mal, ne? Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt von dieser These. Aber wir können es mal machen. Weil die besten Ergebnisse, sage ich euch, wie es ist, habe ich immer bekommen, wenn ich das auf 0 gemacht habe. Punkt. So.
Das kann eigentlich alles so bleiben. Ich würde Leveldesign noch ein bisschen höher machen, damit ein bisschen mehr Veränderung drin ist. Die Forschungspunkte ballern gut rein, ne? Fast schon besser als alles andere. Spielweltdesign natürlich dann auch. Kein Penalty, ne? Sound ist wichtiger bei Action, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das war so. Versuchen wir einfach mal. Auf jeden Fall sieht es Richtung Technologie... Ich sag mal so, ne? Unser mittleres Spiel hatte kaum bessere Werte. Als das, was wir gerade kriegen. Ich glaube, für ein kleines Spiel ist das hier gerade extremst gut. Keine neuen Rekorde. Okay, dann hat unser mittleres Spiel doch bessere Werte. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Für ein kleines Spiel safe. Safe das Beste, was wir bisher haben. Mist, jetzt habe ich es verpasst. Kam ungünstig raus. Fake. Das ist halt super fake. Eigenartig, aber gut. Ist halt unglaublich fake. Vielleicht ist es das Thema. Ich weiß es nicht. Aber es ist super fake. Das ist einfach wieder... Das Spiel denkt sich, nee, der hat gut Geld und so. Das läuft bei dem zu gut. Da müssen wir jetzt ein P vorsetzen. Ist vorbei. Was verkaufe ich da auf dem Playsystem in einer Woche bei so einer Wertung? 19.000. Ich meine, das war ein kleines Spiel, ne? Also das wird auf jeden Fall... denke ich, ganz gute Gewinne abwerfen. Aber du erforscht jetzt mal Fortsetzung. Du erforscht jetzt mal... Kann ich mir dann schon wieder gar nicht mehr leisten. Das ist irre. Das ist irre. Kann ich es mir leisten. Verbesserte KI. Ja, wobei... Ja, doch. Erforscht es mal, aber bevor wir nicht... die nächste 3D-Grafik freigeschaltet haben, brauchen wir eigentlich auch nicht nicht anfangen, eine neue Engine zu bauen. Vor allem, weil unser Geld jetzt sowieso langsam... Ja, es wird weniger, ne? Machen wir uns nichts vor. Es wird ein bisschen weniger. Sobald er fertig ist, Urlaub, und dann machen wir die Fortsetzung. Ein mittelgroßes Spiel, Fortsetzung auf dem Playsystem von unserem Hit. So viel ist klar. Der ist ja jetzt auch ein bisschen eingearbeiteter, ne? Das sollte ja passen. Wir haben ja gerade gesehen, dass das fluppte ja an sich. So, die Punkte kamen ja ordentlich rein. Okay. So, dann nehmen wir auch einen kleinen Messestand. Weil da kann unsere Fortsetzung dann direkt gezeigt werden. Das finde ich gut. Die Hentai School natürlich. Schule Abenteuer. Hentai School jetzt auch auf dem Playsystem, ne? Hentai School, jetzt wird's dreckig. So. Kann man nämlich erst auf dem Playsystem kann man das erst richtig erkennen, wie stark das ist. Großartige Kombination, Leute, großartig. Da wisst ihr Bescheid, ne? 3D-Grafik V1 wieder. Und rein in die Entwicklung, Freunde, rein in die Entwicklung. Engine, Story... Einfache Zwischensequenzen kommen dann dazu. So, Wolloyu übernimmt das Gameplay. Ronny Gamel übernimmt in diesem Fall die Engine. Und Diego McCormick ist für Story und Quest verantwortlich. Der ist ein Tier. Der ist halt ein Tier, ne? Der weiß, was die Leute wollen. In der Hinterschool. Das hat er beim letzten Mal schon bewiesen. Hallo, ich bin Jason Green in der Gaming World. Hab gehört, wo du Designs gerade im Spiel arbeitet. Ja. Erwartung. Es ist halt ein mittleres Spiel, ne? Das ist das Problem. Da sind viele Faktoren, die sagen, wir geben dir noch nicht so eine gute Wertung, deswegen bleibe ich bescheiden. Obwohl es eigentlich mega krass wird. So, das weiß ich. Wir sehen es ja auch schon. Das sieht eigentlich doch nach einer guten Sache aus. So, Dialoge. Künstliche Intelligenz brauchen wir hier eigentlich so überhaupt nicht. Und wer soll's machen? So, Wolloyu macht das Level-Design in diesem Fall. Die Dialoge. Tja. Nee, Ronny Gamel macht die künstliche Intelligenz. Wer schreibt hier die Dialoge? Eigentlich Ronny Gamel, ne? Wenn man so ehrlich ist. Ich glaube... Machst du einfach. Das machst du mal, ne?
Du machst das gut. So, und jetzt ist es auch schon direkt auf das Spielemesser. Das bedeutet, das wird uns einen ordentlichen Hype auf das Game geben. Haben wir uns auch verdient, meiner Meinung nach. So, wie viele Leuten durften wir unser gutes Stück präsentieren? 54.000, sie haben sich das angeguckt. Herrlich. Bringt den Hype auf. Ah, da steigt er, da steigt er. WNRG wird nicht mehr unterstützt, juckt keinen Menschen. Scheiß Ding. Ja, Technologiepunkte natürlich wieder schwach, aber es ist ja auch ein Abenteuerspiel, ne? Und es kommt ja auch noch das hier. So, Sound ein bisschen, Grafik viel, Spielwertdesign volle Pulle. Clinton Harris, du machst den Sound. Clinton Harris, du machst die Grafik. Und Diego McCormick macht Spielweltdesign. Und dann hoffen wir einfach mal, dass diese Kombination, ne, diese Kombination führt uns hoffentlich zum Schotter. Das ist halt jetzt die Frage. Ne? Der Hype ohne Grenzen. Ohne Grenzen. Aber es war ja auch ein Top-Titel, ne, auf dem Super Nintendo. Einer der größten Super Nintendo-Spiele. So, kommt jetzt aufs Play-System. Man denkt sich so, was? Das kann doch nicht sein. So, Nintendo da nicht, da müssen die doch reingebuddert haben. Die müssen doch reinbuddern. Das halten, aber haben sie nicht. Haben sie nicht. Haben sie auch an Sony verloren. So wie alles. Der drächt sich. Der drächt sich, wenn du die Hentai-School nicht behältst. Ich hab den Angebot geschickt. Die haben Nein gesagt. Pech, ne? Ist so. Nur noch 2,7 Millionen, Leute. Wäre besser, wenn das jetzt mal wieder ein... Wenn das jetzt mal wieder ein Hit werden würde, das wäre durchaus angebracht. So, den Spielbericht kannst du noch machen, denke ich. Das ist auch eine gute Idee. So, und? Mhm. Also, nicht der Überhit, aber... Ich sag mal, mit der Wertung und unserem Hype haben wir da was ganz Gutes, denke ich. Wenn das jetzt nicht eine 7 wird... Ne, ist eine 8,5. Also auf jeden Fall ein gutes Spiel mit krassem Hype. Das bringt uns in der ersten Woche 60.000 Stück. Und in der zweiten Woche toppen wir das nochmal. Mit 87,8.000 Stück. Ja, guck mal. Es geht doch, ne? Es geht doch schon. Sieht es geldtechnisch wieder gut aus. Es muss halt nur einmal was schaffen. Wenn du noch kein Fan von Wolle Designs sein solltest, dann stehen die Chancen gut, einer zu werden, nachdem du ihren letzten Hit Hentai School jetzt wird's dreckig gespielt hast. Die Dialoge, die Charaktere in diesem Spiel sind einfach hervorragend. Man erlebt selten so fesselnde Gespräche. Tja, was soll ich noch sagen? Hört auf zu lesen, fangt an zu spielen. Game on. Game on. Okay, stark. Das lief gut. Wir haben 87 Forschungspunkte. Das ist auch nicht so schlecht. 2D-Grafik. Stereo-Sound wäre auf jeden Fall mal angebracht, halt ich, denke ich zumindest. Ja, Mehrspielermodus spare ich mir nochmal für einen Moment. Ich habe ja keine Wahl, ne? Du erforschst mal Ninja, damit wir hier ein neues Thema kriegen, das vernünftig ist vielleicht. Mode. Ein Casual-Mode-Game. Kochen, Alter, es kommt aber auch nur Schwanzscheiße. Ist mal im Ernst. Starke Trends, was für ein Trend? Wieder nichts mitgekriegt. Ist doch Wahnsinn. Man kriegt in diesem Spiel nichts mehr mit. Kochen. Dystopie. Dystopie-Rollenspiel. Sehen wir uns da? Meint ihr? MSDCPN-88 monatliche Kosten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was kommt denn da immer? What the fuck? Also jetzt mal im Ernst, was ist das? Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal, also wir könnten jetzt, dann können wir auch gut auf Casual gehen, ne? Kochen, Casual sehe ich halt auf dem Gambling. Können wir noch mal ein kleines Spiel machen, ne? Cooking Wallo. Für Kinder. Bei Casual ist, glaube ich, immer für alle. Aber ist eigentlich für Kinder, Mann? Ich weiß doch auch nicht. Kann ich nicht sagen. Da können wir noch mal 3D-Grafik vielleicht ein bisschen hochleveln. In der Hoffnung, dass es doch noch mal voll wird.
Krieg ich denn hier auch ein Penalty? Ich bin mir eigentlich sicher, das muss alles auf Null, aber... Na gut. Jemand scheint unsere Kreditinformationen gestohlen zu haben. Mit der Karte von den letzten 3 Monaten. Aha. Guck mal, ich habe doch hier die ganze Zeit gesagt, ne? Was ist das da? Was ist das für Abbuchung? Das war das. LOL. Okay, gut, dass das jetzt mal geklärt wird. Ich habe schon vorher gemerkt. Ich habe mich schon vorher aufgeregt. Dem entgeht einfach nichts, ne? Hast du gesehen, das ist ein Gamer. Absolut. Ah, die ballern gut rein. Die ballern richtig gut rein. Wird besser als unser letztes mittleres Spiel vermutlich. Gucken wir mal. Wenn das zumindest noch auf 40 kriegen würden. Ja, oh, du locker drüber, locker drüber. Das ist fast so gut wie unser mittleres Spiel. Seht ihr das? Also entweder wir haben hier jetzt gerade den Überschritt gemacht. Also wirklich richtig krass gut. Oder eben... Ah, oder wir sind einfach noch nicht bereit für ein mittleres Spiel. Das kann auch sein. Oh, Gehaltserhöhung, Leute. So erfolgreich sind unsere Spiele nicht. Eine 3D-Grafik V2, sehr gut. Alles eigentlich auch Sachen, wo ich sagen würde, die... will ich eventuell haben. Tja, aber, ne, trotz guter Werte scheint es nicht so... Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und auf dem Gameling... Vom Gameling verkauft sich eigentlich alles wie... geschnitten Brot. Wisst ihr eigentlich, wie viel geschnitten Brot am Tag verkauft wird in Deutschland? Nein, ich auch nicht. Aber ich würde es gerne wissen. Also wenn ihr da wirklich, wirklich richtig krasse Daten habt, ne, und ihr wisst es einfach, dann sage ich, her damit. So, das Test 64 kommt. Das ist aber... Module, Leute, das ist... Da passen unsere hochklassigen Spiele gar nicht drauf. Das passt doch gar nicht, krieg ich gar nicht drauf auf den Shit. Lass mal einfach mal sein. Staubsaugerroboter, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Ich mach's auch eher für Forschungspunkte. Wenn wir es nicht schaffen, es spielt nicht so die allergrößte Rolle. Es geht ja nicht ums Geld. Es geht um die Forschungspunkte, ne? Da nimmt man dann ja in der Verzweiflung doch schon einiges mit. Vor allen Dingen, weil viele Sachen halt auch gar nichts bringen. So wie das hier, das bringt nichts. Wenn da ein Forschungspunkt bei rauskommt, dann bist du froh. Nein, brauchen wir nicht, ist zu spät. Könnte sein, dass ich bis dahin ein neues Spiel am Start habe, ja. Aber eigentlich will ich erstmal ein bisschen in die Forschung gehen, ne? So, 3DKV2 kostet 40. Ja, dann können wir ja eigentlich sogar... Tag-Nacht-Zyklus kriegen noch mit rein. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Engine. Und wenn wir die Engine haben, dann trainieren wir die Leute vielleicht nochmal. Und dann gucken wir mal weiter, Leute. Aber all das im nächsten Part. Wenn ihr Spielvorschläge habt oder so, könnt ihr die auch gerne posten. Ne? Alles cool. Bis dann, ciao.